Willkommen in Frankreich, genau gesagt in Paris, hallöchen! Wo das Baguette erfunden wurde und PSG gewinnen werde, du bist das, ne? Also ob das Baguette erfunden ist, das glaube ich mir nicht sicher. Also Top-Duell in Frankreich, Paris gegen Lyon. PSG, Paris Saint-Germain. Und wir haben ja gerade direkt Flamengo de Rio de Janeiro gegen Fluminense gespielt. Da hat mein Kollege hier mit etwas viel Glück gewonnen. Taktische Klugheit. Mit etwas viel Glück gewonnen. Ja. Und wir sind jetzt direkt nach Frankreich gegangen und mal schauen, was uns hier erwartet. Ich hoffe, die Partie wird etwas besser als die vorherige aus Brasilien, aber ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin, oder? Ja, wir reden ja diesmal nur über Fußball. Ja, in der anderen Partie haben wir das ja, glaube ich, nicht ganz geschafft. Und aber zum lass den Anfang. Du hast ihn jetzt nur weggelegt. Willkommen in Paris! Jetzt sprechen wir fachlich und hier sehen wir noch ein paar Spielszenen. Gomez verliert gegen Tiene. Ein Zweikampf und da setzt sich jetzt mal wieder Lyon-Spieler gegen zwei Spieler durch. Apropos Frankreich, gestern hat ja Olympique Marseille gegen Inter Mailand gewonnen. Durch ein Tor in der 93. Minute durch Ayew, oder wie man den ausspricht. Und das ist das Stadion de Paris. Ja, und hier sehen wir auch die Spielkommentatoren, die man jetzt sehen. Und jetzt kommt der Handshake und hinten sehen wir die PSG-Fans. Ah, der traditionelle Handshake. In echt denken sie sich. Die denken sich wahrscheinlich jedes Mal beim Handshake, fick dich du und so, ich besieg dich jetzt. Ja, ich verpasse aber ich weiß, überspringen wir. Ich sag jetzt mal, was zur Aufstellung. Ja, denn da ist übrigens Pastore. Ja. Nee. 4-5-1-System mit Pastore, der kam und Diego Lugano, der bei Uruguay spielt. Gibt es eigentlich doch kein Update, du hast nämlich eigentlich immer Maxwell und. Erinnerst du noch Alex läuft? Ja, Maxwell. Und ich spiele im Tor mit Hugo Lloris, dem wahrscheinlich besten Torhüter aus Frankreich, im Sturm vorne mit Lopez und im Mittelfeld mit dem ewigen Talent Johan Gorkyff. Aber das gab mal eine Zeit da, wo sie im Halbfinale gegen Bayern verloren haben, wo Bayern dann im Finale gegen Inter abgekackt hat. Da war er gut. Gomez. Ja, das ewige Talent. Also Gorkyff. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen schnellere Stürmer, die kann man mal schicken. Da war ich nie wirklich gut. Also hier. Im vorherigen Spiel habe ich das irgendwie angekürzt. Ich wollte die ganze Zeit irgendjemand schicken. Aber die alle 100% meiner Bälle in den Lauf sind nicht zu meinem Mann kommen. Oh. Eine Runde Mitleid für ihn. Oh. Da habe ich übrigens unglücklich weiß 1-0 verloren. Aber trotzdem, warum ist AC Mailand geupdatet und Paris Saint-Germain noch nicht? Ja, ich hab's updated, ich habe ja vorhin mit mir gespielt. Kam da auch Update und so? Ja? Weil bei dir, du hättest eigentlich noch Maxwell, du hättest noch Alex, du hättest Thiago Motta von Inter Mailand, aber ist ja mir egal. Mir ist recht, weil ich hab. Wir haben jetzt einfach mal das Video wo aufgenommen, da gab's das Update noch nicht. Ja, genau, vor der Wintertransferphase. Vor der Wintertransferphase, wir sind zu. Ist ja jetzt, als ob unsere Kanal nach der Wintertransferphase gestartet hätte. Ja. Und ist so ganz normal hier, dass kein Thiago Motta bei Paris spielt und so. Standard. Also Milan wurde schon geupdatet, stand heutiger Tag. Was ist für ein heutiger Vertrag? Gomez! Oh! Nein! Du! Gomez! Ganz die falsche und Marke. AC unterschrieb, los ist online, das bin übrigens ich. Hallo, ich bin online. Nein, Gomez! Gomez mit dem 1-0, der hat ja auch Zagreb in der Champions League rausgekickt. Verdienter Treffer für Lyon, da macht Lopez das Weltklasse. Ja, aber komm. Gomez. Und dann könnte der Tor und dann fällt er noch. Etwas glücklichen Abschluss, aber 1-0 für die Lyoner. Ja. Die Lyoner von Becker jetzt für 1,76 im Das wäre dann für Metzger Lyon. Nein, der die ganze Zeit. Lyoner gibt's beim Becker. Ja, vor allem. Ja, bei meinem Becker gibt's Lyoner. Ja, bei meinem Becker gibt's auch Lyoner. Das ist übrigens so Bosch. Für die, die es nicht kennen. Ja, ne? Komm, ich stehe abseits, wird trotzdem. Nein, das steht nicht hier abseits. Gomez! Was macht dein Verteidiger da? Tujana Moon oder wie er im Tor heißt. Wir entschuldigen uns natürlich, dass Paris Saint-Germain kein Maxwell hat, kein Thiago Motta. Und dass wir den Namen falsch aussprechen, dann entschuldigen wir uns auch dafür. Lauf doch mal da! Ja, und dass wir lauter Scheiße labern und. Aber dass wir halt wieder nicht über Fußball labern und. Oh, super Parade. Super Parade, echt? Ja, nächste Woche spielt ja auch Deutschland gegen Frankreich. Ich hätte jetzt gern deinen Tipp gehört. Wie wird das Spiel ausgehen? Wir wollen ja über Fußball reden, das. Ich bin Deutscher. Ja, ich auch. Da Frankreich aber sehr schlecht ist und Deutschland irgendwie 2-1 für Deutschland. 2-1 für Deutschland, also dein Tipp. Du musst mich jetzt fragen, was mein Tipp ist. Was ist dein Tipp? Mein Tipp was ist. Was interessiert jemand dein Tipp? Das fragt mich auch. Mein Tipp 4-0 für Deutschland. Wir machen die Französisch fertig. Nein. Was anderes außer Baguette und Croissant. Hallo, der Löwen macht doch sowieso nur irgend so. Der hat gesagt, er spielt mit der Top 11. Na, da solche Leute wie Mike Hanke, die eigentlich vielleicht eine Chance hätte kriegen sollen. Lässt er nicht spielen. So, warum hat der Kakao nominiert?
Ja, gerade gegen Frankreich, wo man so der Einige war, der will jetzt. Der will eine richtige Partie spielen, der will mal seine Top 11 prüfen. Nicht hier Ja, Talente, viel. hier Reus, was weiß ich, ewiges Talent spielen Reus will. ist doch auch kein ewiges Talent, Reus. Also Ro eher Reus Als als ob der bei der EM Podolski. schon spielt. Eher Reus als Podolski. Ja, aber er wird bei der EM nicht spielen. Götze Also spielt. meine Formation im Mittelfeld ist im defensiven Mittelfeld Khedira und Schweinsteiger, ist klar. Und im Ja. offensiven Mittelfeld Reus, Götze, nee, ohne Reus, Müller, Özil und Götze. Und eine Stunde davon mit Aber Klose. Götze ist verletzt. Der wird für Warte. die EM wird er wieder fit sein. Genauso wie Per Mertesacker, obwohl ich eh ohne Per Mertesacker spielen würde. Wäre schade, wenn Götze verletzt wäre. Ich weiß eh nicht, ob der spielt. Weil Ja, Özil aber oder und? Götze. Der Löw, der mag halt Podolski. Ja, der ist aber. Ja, nur weil er bei allen Turnieren, wo der Löw dabei war, gut gespielt hat. Aber es ist eine Oh, starke Lopez geht Alternative. stark aus dem Abseits hier raus. Starke Alternative, selbst wenn. Lopez! Mit der guten Chance hier gegen den Und er kriegt ihn, Österreich ja. Club aus Paris. Aber du musst sagen, Götze wäre eine gute Alternative. Jetzt kommen wir Super zurück zum Alternative. Spiel. Eckball für Lyon. Oh, wei. Kopfballduell und da ist Lyon der gerade Führung. absolut verdient in Ja. Führung. Obwohl PSG vorhin auch die gute Kopfballchance hatte. Wow, eine gute Kopfballchance. Wow, eine gute. Nein! Eine gute Kopfballchance! Eine gute Kopfballchance neigt nicht für einen Sieg. Eine gute Ko PSG gewinnt alle Schaltjahr gegen Lyon. Ach, das ist der erste Schaltjahr. Oh, mit Paul Gomez! Und was für ein Fehler von Pariser Torhüter! Gomez macht das 2-0! Verdammt. Wuhu! Ah, wenn ich das torreiche Du spiele. musst mal eigentlich mal die Torjubel dazufügen, da kommt viel mehr Feeling auf. Was dein Torhüter macht, ist echt super. Atemberaubend, gell? Da, guck ihn dir an. Oh, dein Torhüter! Dafür hat er auf jeden Fall einen Preis verdient. Der unsichere Torhüter des Jahres trägt nach Joe Hart. Ey, warum Joe Hart? Lass Joe War der Hart nicht in bei der Ruhe. WM gegen USA? Das war Robert Green. Okay, der schlechteste Torhüter nach Robert Green. Aber das Als war von. nächstes gegen dich, Robert, falls du hier zuschaust. Und Er guck, versteht das so sowieso. verteidigen Torhüter, so. Er wird das sowieso nicht verstehen. Ja, okay, dann müsste es jetzt auf Englisch sein. Robert Green, you are very bad footballer. You're the lo biggest loser Du footballer. bad at the, you are the. Egal, du bist der schlechteste Torhüter der Welt. Nimm Google Oder einer Übersetzer. der schlechtesten. Google Übersetzer, gell? Google Als ob Übersetzer Google Übersetzer hilft. das kann. Und weiter geht's, zweite Halbzeit in Paris. Google kann alles. Google an die Macht. Die Macht von Google! Google ist echt relativ mächtig. Also Google ist mächtiger als manche kleinen Ölländer. Ja. Manche Ölen, als manche kleine Länder. Ja, klar, warum? Google. Allein für Google ist eine YouTube. Weltmacht hier. Es gibt Ja. manche Firmen, die haben mehr Macht als verschiedene Staaten. Ja, Das ist klar. wirklich so. Ja. Zum Beispiel große Konzerne, Apple, Samsung und so, die haben viel mehr Einfluss auf Bevölkerung und sowas als verschiedene Staaten. Ja, klar. Da gibt Was es so die interessiert jemand Schätze. Nordkorea? Nordkorea ist eh so ein Kraft da. Ja. Jeder, Viele wo da Alter. geboren wird, ist noch was. Sind die nicht direkt auswandern, ganz ehrlich? Darfst du ja nicht. Du kommst nicht raus, du darfst nicht rein. Wenn du auswanderst, bist du sofort in Südkorea. Ja, Südkorea Und vielleicht. da die erwarten dich da mit gezückter Waffe. Ja. Bum bum tot. Ja, warum wohl? Wenn du ein nordkoreanischer Sportler bist, zum Beispiel Leichtathlet, und du verkackst voll, wirst zum Beispiel letzter, kann sein, dass du ins Gefängnis kommst. Ja, Echt? wegen schlechter Präsentation des Landes. Warum wohl? Heißt, die Fußballspieler von Nordkorea sind im Gefängnis? Ja, wahrscheinlich schon. Und jetzt Gomez! Oh, Ey! Traumgrätsche. Was hat er denn? Traumkreis einfach nur Ball weggehackt hier, weil du keine Chance hast gegen mich. Aber ich bin hier gerade noch Domi. Jetzt kommt Nene. Nene! Er wird das Tor auf Nene Fall treffen. Oh, mein Oh. Verteidiger da fast mit dem Spagat. Das war immens wichtig. Immens wichtig für Paris. Sagemore. Nein, eigentlich immens wichtig für Lyon. Weil sonst Ja, hätte ich 2-1 kassiert. für die Lione. Wer weiß, vielleicht hätte ich es 2-1 kassiert. Ja, du tust eh nicht. Ja, genau. Er ist übrigens gerade Liga 5 und steigt gerade gleich in Liga 6 ab. Klar. Das finde ich so Genau. geil, weil ich in Liga 2 bin. Du sagst schon Spieler öfter. Eigentlich überhaupt nicht. Okay, Doch. jeden Tag ein Spiel. So funktioniert. Nein. Okay, 4 Spiele am Tag. Okay, immer bin ich nicht so verrückt wie der Erste der Weltrangliste von FIFA. Über 1000 Online-Siege. Du musst dir nur mal überlegen, wie viele Saisons das schon gespielt hat. Über 150 Meisterschaften in Liga 1. Mann gegen Mann Saison. Der ist doch verrückt, der Freak. Ja, aber ich habe einen Freund in FIFA, der hat 62 Saisons, das ist auch schon Freak. Okay. Ich habe 9. Ich glaub 10 will ich jetzt auch. Ja, irgendwie der Mir Schalt geht gegen. übrigens immer noch das scheiß Lied durch den Kopf, ich bin der kleine Hobbit. Ich bin der kleine Hobbit. Du, 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 du.
von Alter, du YTT. willst mir das scheiß Video vor dem Video hinter Du zeigen. hast, du, das Lied, egal was du sagst, YTT ist geil. Nein! Gamero! Und jetzt geht die Party weiter! Der Name erinnert mich irgendwie an Lied. Gamero. Gamera! Gamera. Du Wie singst, sagt man das aus? Ja. Du singst auch statt. Statt die Meister, die Wasser, singst du da. Was du laberst. Statt die Meister, die Wasser. Was du laberst und was du rappst und hier jetzt. Lior will natürlich das Ding nach Hause los, klar. Ich bin Lior. Pischi aber auch. Ist ja nicht so, als ob ich seit Jahren nicht mehr so gut bin wie früher, aber. Du bist Serienmeister. War. In den letzten paar Jahren nichts mehr. Ja, warum wohl? Weil ich schlecht bin, ausverkauft worden bin. Du musst ausverkaufsladen, weil hier steht Sonderangebot drauf. Ja, Sonderangebot für Lopez, wenn ich kaufen will jetzt. Ja. Hier 2 Millionen, krieg den. Das letzte ist, ob es einer meiner besten Stürmer ist. Ne, mein bester Stürmer ist das halt eh Gomez. Also in echt, ja, okay. Gomez, nicht Gomez. Also der Gomez, der ist schlecht, Gomez ist gut. Oder? Ja. Einigen wir uns auf das. Ja, der Gomez trifft Ey, auch. Ey, 3 Tore mal einem Spiel, der Spaßkicker ist eigentlich relativ gut. Der Gomez trifft auch öfter mal als Die französische Liga empfiehlt sich für weitere Spaßkicker-Spielchen. Ja. Lauf, Gomez, lauf! Ich möchte gerne wechseln. Ja, und ich hab dabei. Wird diese Wechselaktion von Ihnen gestattet? Nein. Die Wechselaktion wird jetzt gestartet. Ich bringe mal ein paar neue Stürmer. Ja, ich auch. Ich will noch ein paar Tore schießen. Ja, ich auch. Wow, alle meine Spiele sind gelb. Lopez wird gehen für ihn, kommt. Ich habe keine gescheiten Stürmer dabei. J. Pete und Colstrom kommt für Michel Bastos. Und, mehr wechsle ich nicht. Ich habe auf der Bank 4 Verteidiger. Cool. Echt super Aufstellen von den Clubs. Toll, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich direkt vor deinem Tor stehe. Hätte ich vielleicht einen Angriff erst fertig spielen sollen und dann wechseln. Nein, jetzt wird's gefährlich. Das wird gefährlich. Ja, die bessere Mannschaft über das komplette Spiel hinaus. Oh, Schuren! Ja, da wollte ich, weil ich immer noch auf Zweikampftaste und dann kriegt plötzlich der Ball und dann passt es. Dann ist plötzlich Zweikampfpass. Sakko geht! Und wechsel hier. Der Typ, wo gerade rausgegangen ist, hat eine coole Frisur. Sakko war das. Sakko, du hast eine coole Frisur. Möchtest du das wieder in auf Parisisch setzen? Sakko, you have a great hair. If you know what we mean. Du musst auf Französisch übersetzen, nicht auf Englisch. Le Paris de Fils de Pue. Weißt du, was Fils de Pue bedeutet? Ich hab gerade gesagt, Paris und so. Cool. Le Paris und Fils de Sieg für Olympique Lyon. Gamero. Gomez und Spiel des Spiels ist Gomez. Hier sehen wir doch das erste Tor, oder? Ja, ja, das erste Tor. Und wir gehen mal zur Spielbewertung. Spiel des Spiels ist natürlich Gomez mit 9,5. Und die Spaßkicker verabschiedet sich. Mit einer lachhaften Bewertung von Asue Sisoko mit 6,9. Darüber lachen wir nochmal. Sisoko hat 5,9. Und Jimenez hat eine 4,5 von Paris Saint-Germain. Und wir sagen jetzt Bye-Bye. Ciao.